Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu Folge 20 meiner Twilight Runaway Teen Challenge. In der letzten Folge war unsere liebe Bella mit ihrer besten Freundin Mahalia ein wenig shoppen und hat sich einmal komplett neu eingekleidet. Also es gab ein etwas größeres Umstyling. Und zum Schluss des Parts haben wir erfahren, dass unsere liebe Bella an der Universität angenommen wurde. Ich habe euch dabei gefragt, ob ihr nicht Sims erstellen wollt, die vielleicht Mitbewohner sein könnten, die mit ihr zusammen studieren könnten. Und da habt ihr auch wirklich fleißig Sims erstellt. Ich würde aber sagen, bevor ich weiter um den heißen Brei rede, schauen wir, dass Bella heute ihren ersten Tag an der Uni erlebt und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen. Hier steht sie noch genau wie im letzten Part und bevor wir sie jetzt allerdings in der Uni einschreiben, möchte ich noch einmal ganz kurz die Poster verkaufen, die wir halt im letzten Part bekommen haben, denn das wäre ja eigentlich ganz gut, wenn wir damit nochmal ein bisschen Geld bekommen, denn wir haben uns jetzt ja dafür entschlossen, dass wir in einer Unterkunft wohnen möchten und da möchten wir natürlich auch noch ein bisschen Geld haben. Ich meine, wir haben inzwischen auch ein paar Stipendien bekommen. Also das wird uns auch ein bisschen weiterhelfen. Aber trotzdem wäre es ja nicht schlecht, wenn wir... Oh, Lilly. Warum taucht die immer auf? Lilly, verschwinde. Du klaust nur wieder unsere Sachen. Bella, geh mal hin, brüll sie ein bisschen an und dann sag ihr, sie soll doch bitte verdammt nochmal weggehen und nicht unsere Sachen klauen. Also habt ihr sowas schon mal gesehen? Einen Werwolf, der mit einem Regenschirm rennt? Lilly, wie oft soll ich es dir noch sagen? Geh verdammt nochmal weg. Du hast einmal meine Sachen geklaut. Ich vertraue dir nicht mehr. So, Freunde, wollt ihr meine Schneekugel kaufen oder auch die schönen Poster hier? Denn die sind tatsächlich ziemlich viel wert. Also es wäre ja schön, wenn wir die vielleicht noch verkaufen können. Denn ich habe... Oh, ja. Die Schneekugel ist weg. Denn wir haben ja gesagt, dass wir zumindest... Wow. Also das geht jetzt alles gerade doch schneller, als ich dachte. Jedenfalls, ich komme gar nicht zu Wort hier. Jedenfalls haben wir ja jetzt letztendlich besprochen, dass Bella zumindest ein Semester auf jeden Fall in der Unterkunft bleiben soll. Und ihr habt mir, wie bereits gesagt, unter dem Hashtag SimboTwilight einige Sims erstellt. Tatsächlich ist es nun leider so, dass das theoretisch viel zu viele Sims sind. Also wir können in der Unterkunft nicht alle Sims unterbringen. Ich habe eine Unterkunft platziert, die 10 Betten hat. Klar, hätte man theoretisch auch einen platzieren können mit 20 Betten oder noch mehr. Allerdings wäre die Unterkunft dann auch wieder viel zu teuer gewesen. Heißt also, dann hätten wir mit Bella gar nicht dorthin gekonnt. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden. Ich habe jetzt erstmal alle Sims platziert, die einzeln im Haushalt sind. Also nicht die Zweier, sondern nur die einzelnen Sims. Und mit denen werden wir jetzt halt das erste Semester spielen. Und ich hoffe dann, dass wir vielleicht sogar genug Geld haben, dass wir noch das zweite Semester in einer Unterkunft bleiben können. Vielleicht wisst ihr ja sogar, ob das mit den Stipendien bleibt für alle Semester oder ob man sich dann neu bewerben muss. Falls ihr das wisst, schreibt mir das mal unbedingt in die Kommentare, denn das wäre ja sehr praktisch, wenn wir die Stipendien dann auch fürs zweite Semester haben, weil sonst können wir das, glaube ich, garantiert nicht leisten. Jedenfalls würde ich dann für das zweite Semester die ganzen anderen Sims platzieren, damit die dann auch noch hier im Let's Play vorkommen, damit sich hier keiner benachteiligt fühlen muss. Ich habe mir nämlich auch eine Mod runtergeladen, womit wir halt ein bisschen weniger Semester haben, denn normalerweise haben die Sims ja ganze 12 Kurse zu belegen. Heißt also, es sind halt mindestens 3 Semester, wenn man immer 4 macht. Yay! Und es wurde nochmal was gekauft. Hervorragend. Jetzt haben wir nur noch ein Poster und dann haben wir alles verkauft und dann können wir mit Bella letztendlich in die Uni gehen. Aber wie gesagt, weil ich halt diese 12 Kurse schon extrem viel finde. Letztendlich ist Bella dann wahrscheinlich schon eine Erwachsene, wenn wir dann fertig wären. Habe ich mir halt eine Mod runtergeladen, mit der das Ganze ein bisschen schneller geht. Heißt also, wir müssen keine 12 Kurse machen, sondern nur 8. Und so können wir die Uni dann halt letztendlich schon nach 2 Wochen abschließen. Ich finde das ein bisschen besser, denn ganze 3 Wochen, das wäre halt echt viel. Und ich will halt nicht die ganze Zeit nur mit Bella in der Uni spielen. Deswegen glaube ich, ist das schon ganz in Ordnung so. Die Mod ist auch schon in meiner Modliste. Die findet ihr unten in der Videobeschreibung, falls ihr auch darin interessiert seid. Die habe ich nämlich bei den kleinen Gameplay-Mods unten verlinkt und ja, möchtest du nicht bitte noch? Na, nein? Schade. Wir warten einfach nochmal bis morgen früh und falls es jetzt bis morgen früh nicht verkauft sein sollte, dann fahren wir halt trotzdem los. Beziehungsweise dann schreiben wir Bella halt trotzdem direkt in die Uni ein. Also sie ist auch nach wie vor total selbstsicher. Wegen den ganzen Stipendien halt, also sie freut sich mega auf die Uni, freut sich darauf, ein bisschen Abstand zu den Jungs gewinnen zu können und vielleicht kann sie auch schon mal ein wenig ins Bett gehen. Das mit dem Verkauf müsste ja währenddessen trotzdem funktionieren. Und ja, tatsächlich wurde unser letztes Poster auch noch gekauft. Das ist, oh mein Gott, Leute, wir haben über 2000 Simoleons. Also die Uni-Unterkunft, würde ich sagen, mit den Stipendien können wir uns auf jeden Fall leisten. Also hoffe ich zumindest. Ich weiß ja noch gar nicht, wie viel sie kostet. Aber ich denke mal, das müsste auf jeden Fall funktionieren. Und wenn wir dann letztendlich mit der Uni fertig sind, dann wird es ja alles noch viel schneller gehen. Denn dann hat sie ja extra studiert, um Bücher zu schreiben. Und dann wird sie letztendlich auch Bücher schreiben. Und damit wird sie dann letztendlich auch Tantiemen bekommen. Und dann wird das mit dem Geld auch
auch definitiv noch schneller bergauf gehen. Also brauchen wir uns da gar keine Sorge zu machen. Und sie fühlt sich mal wieder unwohl, weil sie ihre Periode hat, stinkt und Hunger hat. Also die schönen Dinge im Leben halt. Ihren Tampon kann sie leider nach wie vor nicht in dem Busch benutzen. Ja, Bella, da musst du dich leider noch mal ein bisschen länger hinlegen, denn ich denke mal, wir müssen jetzt auch nicht extra noch in die Bibliothek fahren oder so, denn wir können dann ja letztendlich einfach in der Uni-Unterkunft auf Toilette gehen, duschen gehen, was essen. Also ab dann wird alles besser, Leute, ich sag's euch. Okay, sie stinkt jetzt halt echt extrem. Ist natürlich ganz toll, wenn sie so in der Unterkunft ankommt, aber wir können sie ja direkt duschen lassen, dass keiner sie so sieht. Deswegen würde ich sagen, dass wir jetzt direkt mal in ihr Handy schauen und sie an der Universität einschreiben lassen. Wir wollen selbstverständlich zum Foxberry-Institut und werden Literatur und Sprache lernen. Und ich denke schon, dass Bella das Ganze so schnell wie möglich abschließen möchte, weil sie so schnell wie möglich ins Berufsleben starten möchte und vor allem, weil es ja sonst auch immer mehr Geld kostet. Deswegen werden wir von Anfang an 4 Kurse wählen. Ich hoffe, das werde ich nicht bereuen. Aber ich habe auch im MC Command Center eingestellt, dass es mit den Uni-Hausaufgaben ein bisschen schneller geht und so. Denn sonst wäre das halt echt zu viel. Dann sehen wir Bella halt die ganze Zeit nur Hausaufgaben machen und das wäre auch ein bisschen langweilig. Wir wollen ja auch noch ein bisschen Gameplay nebenbei haben, eure Sims kennenlernen und so weiter. Aber wie gesagt, 4 Kurse, ich glaube, das passt ganz gut. Unterkunft. Da habe ich, wie gesagt, eine Unterkunft platziert. Ich habe zweimal die gleiche platziert, weil es dann einfach optisch alles schöner aussieht. Den Namen des Creators bzw. der Creatorin dieser Unterkunft habe ich euch auch in die Videobeschreibung geschrieben. Also, falls ihr die Unterkunft auch haben wollt in eurem Spiel, dann könnt ihr einfach unten reinschauen und dann findet ihr das vielleicht ein bisschen einfacher. Aber wie gesagt, es sind zweimal die gleiche, deswegen ist es auch eigentlich ganz egal, in welche wir gehen. Wir werden jetzt einfach mal die erste wählen. Und okay, also wir haben tatsächlich durch unsere Stipendien einiges gespart, müssen aber dennoch noch 315 Simoleons bezahlen. Aber das geht. Das ist nicht super viel. Wir könnten es entweder direkt bezahlen oder halt mit dem Studienkredit. Dabei gibt es aber natürlich Zinsen und damit wird die Summe dann halt immer höher. Deswegen würde ich sagen, dass Bella das eigentlich auch direkt bezahlen kann. Denn 315, wie gesagt, das geht ja wirklich. Das ist nun nicht die Welt. Deswegen wird sie das direkt bezahlen. Und oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Wir werden jetzt einfach in eine Unterkunft ziehen. Wir sind da. Das hier ist die Unterkunft. Und ich werde Bella jetzt als allererstes mal duschen gehen lassen und dann können wir gleich mal schauen, dass sie etwas zu essen bekommt. Und bevor ich euch die Unterkunft jetzt zeige, werde ich einmal ganz kurz dafür sorgen, dass ich auch wirklich eure Sims hier in der Unterkunft als Mitbewohner habe. Und auch dafür gibt es eine Mod von Little Miss Sam. Auch die findet ihr in meiner Modliste bei den kleinen Gameplay-Mods. Und damit können wir jetzt halt unsere Mitbewohner ein bisschen auswählen. Ich werde erstmal die Mitbewohner, die wir jetzt gerade haben, entfernen, denn die sind halt nicht von euch. Und dann kann ich im selben Zug Mitbewohner auswählen und da wählen wir dann natürlich diejenigen, die von euch sind. Und hier fängt es auch schon an und ich bin richtig, richtig aufgeregt und freue mich mega. Also auch an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön an euch, dass ihr Lust hattet, Sims für mein Let's Play zu erstellen. Ich finde das wirklich unglaublich. Und wie gesagt, seid mir bitte nicht böse, falls euer Sim hier jetzt noch nicht vorkommen wird. Ich werde dann wirklich darauf achten, dass im nächsten Semester dann auch die anderen Sims hier sind, die ihr auch noch erstellt habt. Bevor ich euch jetzt die Unterkunft zeige, kann Bella sich hier in der Cafeteria auch eigentlich direkt mal ein bisschen Essen bestellen. Warum hat sie jetzt 20.000 Simoleons? Nee, stopp mal. Das kann ja nun mal gar nicht sein. Das macht mal überhaupt gar keinen Sinn. So, ich habe gerade meine Aufnahme nachgeschaut und es waren 1.845 Simoleons. Und ja, genau die werden wir jetzt natürlich auch haben. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann kann Bella, bevor sie sich jetzt irgendwas Teures von alleine bestellt, sich mal das günstigste, ja, das wären dann Eier und Toast, die kann sie sich dann direkt mal bestellen. Und während sie das isst, werde ich euch die Unterkunft dann einfach mal zeigen. Also wie wir sehen, haben wir hier so einen kleinen Essbereich, auch mit genug Stühlen, dass alle hier auch Platz haben können. Wir haben hier ein paar PCs, wo die Leute in ihre Hausarbeit schreiben können. Wir haben hier ein sehr, sehr großes Badezimmer mit vielen Toiletten und ein paar Duschen, sehr, sehr wichtig. Dann haben wir hier unten schon mal 2 Zimmer, wo Studenten wohnen können. Und hier oben haben wir noch einen großen Bereich, wo ja, man sehr vieles machen kann. Hier gibt es auch noch ein paar PCs. Und dann haben wir hier oben auch noch mehr Zimmer. Also hier haben wir noch ein Zimmer, hier noch ein Zweierzimmer. Und hier haben wir theoretisch auch 2 Einzelzimmer. Und ja, theoretisch könnten wir mit Bella auch in ein Einzelzimmer gehen. Das wäre wahrscheinlich um einiges entspannter. Aber irgendwo wäre das doch auch langweilig. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, Bella entscheidet sich für dieses Zimmer. Auch wie lustig. Okay, das ist cool, denn in diesem Zimmer wohnt tatsächlich die andere Bella. Hier steht nämlich tatsächlich auch in der Beschreibung, dass sie sich mit Bella anfreundete, nachdem sie beiden aufgerufen wurden und beide darauf reagierten, weil sie halt beide Bella heißen. Also finde ich mega cool, dass Bella dann jetzt mit ihr tatsächlich auch in einem Zimmer ist. So. Unsere
liebe Bella hat auf jeden Fall schon aufgegessen. Und ich würde mal sagen, dann können wir uns auch eigentlich direkt mal bei euren Sims vorstellen. Das hier ist die liebe Eva Obmis. Ich hoffe, ich spreche das Ganze richtig aus. Falls nicht, dann korrigiert mich gerne. Aber Bella kann sich auf jeden Fall fröhlich vorstellen. Und oh, sie braucht halt nach wie vor ein Tampon. Ja gut, sie wird sich einmal fröhlich vorstellen. Dann kann sie einen Tampon benutzen. Und dann kann sie auch schon rüber zu der nächsten Person gehen. Und hier haben wir auch schon mal die nächste Person. Das ist die Malina Muni, die jetzt aber allerdings ein Nickerchen macht. Dann stellen wir uns bei ihr halt später vor und gehen halt einfach mal direkt weiter zum nächsten Sim. Und das ist die liebe Ivy Hoodie. Auch bei ihr werden wir uns mal fröhlich vorstellen. Und hier oben haben wir noch ein Sim von euch, und zwar die Tammy Schneider. Auch bei ihr werden wir uns fröhlich vorstellen. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, was unsere Bella für erste Eindrücke von den Sims haben wird. Hier haben wir auch noch ein Sim von euch. Also offensichtlich, hier sind nur Sims von euch. Auf jeden Fall ist es der Adrian Crocker. Auch bei ihm werden wir uns einmal fröhlich vorstellen. Warum hat Bella denn jetzt alle Aktionen abgebrochen? Na, dann werde ich das halt gleich einmal nochmal machen, denn sie wird sich, wie gesagt, auf jeden Fall bei jedem einmal fröhlich vorstellen, damit wir auch gleich mal sehen können, was Bella von den anderen Sims denn für erste Eindrücke hat. Und dann können wir nämlich vielleicht auch direkt sehen, ob sie irgendwelche Leute attraktiv findet oder was da so geht. Hier ist auf jeden Fall noch ein weiteres Sim, und zwar die Marley Willett. Oh mein Gott, das ist einfach so aufregend. Ich freue mich richtig, richtig doll, dass wir jetzt hier sind. Hier haben wir noch ein Sim, den Hayden Hands, ein richtiges Sahneschnittchen, wenn man das mal so sagen darf. Auch bei dem kann Bella sich mal fröhlich vorstellen. Und hier haben wir tatsächlich gerade in der Wand die andere Bella, die Bella Collins. Jetzt ist sie weg. Aber die werden wir spätestens, wenn wir zu Bett gehen, höchstwahrscheinlich dann auch noch kennenlernen. Ich würde gerne jetzt schon mal gucken, was denn die ersten Eindrücke von unseren Sims sind. Okay, Bella findet Marley unzuverlässig. Ein Sim, der den Eindruck erweckt, dass er sich nie an eine Sache, einen Ort, einen Job oder eine Person halten kann, inspiriert Bella nicht dazu, eine Freundschaft aufzubauen. Und sie findet Bella aber fantasievoll. Die Art und Weise, wie dieser Sim die Welt zu sehen und zu interagieren scheint, hat etwas Kreatives und Einfallsreiches, was ihn interessant macht. Nur weil sie jetzt vielleicht erste negative Eindrücke haben, heißt das natürlich nicht, dass dieser Eindruck sich nicht noch ändern kann. Aber es ist ja auf jeden Fall schon mal interessant, dass wir erste Eindrücke haben. Das Ganze funktioniert übrigens auch mit einer Mod, mit der First Impressions Mod, findet ihr ebenfalls in meiner Mod Liste bei den etwas größeren Gameplay-Mods. Bella findet Aiden ein wenig ärgerlich. Nun, Bella hat diesen Sim kaum getroffen, findet ihn aber schon merklich nervig. Und auch er findet Bella aber fantasievoll. Und sie findet ihn dazu noch attraktiv. Das ist ja auch mal was Interessantes. So, Bella, was hältst du denn von unserem Sahneschnittchen Hayden? Sie findet ihn ebenfalls attraktiv und mal ein positiver Eindruck, sie findet ihn willensstark. Dieser Sim hat eine sehr selbstbewusste Ausstrahlung, sei es real oder nur Fassade. Und er findet von Bella, dass es Spaß macht, hier zu sein. Gleich nach der Begegnung mit diesem Sim hat Hayden das deutliche Gefühl, dass er gut gelaunt und es Spaß macht, mit ihm zusammen zu sein. Also, wir haben hier mal gute Eindrücke. Und mehr Sims sind hier tatsächlich auch gerade nicht in der Unterkunft, aber wie gesagt, die werden wir alle nach und nach noch kennenlernen. Vielleicht kann Bella ja doch mal die liebe Malina aufwecken und sich auch bei ihr einfach mal fröhlich vorstellen und ihr sagen, dass sie jetzt neu an der Uni ist und sich freut, die ganzen Leute hier kennenzulernen. Und hier haben wir tatsächlich noch die Ivy, bei der müssen wir uns jetzt ja auch noch vorstellen. Das Ganze können wir auch mal fröhlich machen. Und was halten wir denn von der Malina? Oh, okay. Ja, die verstehen sich jetzt so auf Anhieb nicht so gut. Bella hat den ersten Eindruck fern. Das mag nur ein erster Eindruck sein, aber dieser Sim wirkt distanziert und unnahbar. Und die liebe Malina hat den ersten Eindruck gegenüber Bella naturwahnsinnig. Ah, einer von diesen. Bäume umarmen, Brokkoli essen, am Strand spazieren gehen. Die Sims, die glauben, es sei ihre Pflicht, die Lebensentscheidung anderer zu kritisieren, weil sie weniger grün oder weniger gesund sind als ihre eigenen. Sei das wahr oder nicht. Ja gut, das kommt höchstwahrscheinlich daher, weil Bella das Merkmal vegetarisch hat. Und sie kann ja auch gut angeln. Also sie ist schon gerne in der Natur. Aber ich würde sagen, das ist vielleicht nicht so ganz der richtige erste Eindruck. Aber wie gesagt, es sind nur erste Eindrücke. Und es kann sich alles noch ändern. Bella findet auf jeden Fall, dass Ivy ein sehr interessanter Sim ist. Und Ivy findet aber, dass Bella wirkt, als wäre sie im Traumland. Dieser Sim scheint ein bisschen in seiner eigenen Vorstellungsblase zu sein. Eine Art Traumland. Und scheinbar haben wir hier tatsächlich schon die allererste Mitbewohnerparty. Denn hier sind schon einige Partygäste aufgetaucht. Also, ja, ist ja auch mal interessant. Ich würde aber sagen, bei denen stellen wir uns jetzt nicht unbedingt vor. Vielleicht kann Bella jetzt allererst mal in ihr Zimmer gehen und anfangen, ihre Uni-Hausaufgaben zu machen. Welches Fach haben wir denn als allererstes? 2 Tage, 6 Tage, 23 Stunden und 5 Tage. Okay, dann haben wir als allererstes der Kontext. Dann werden wir auf jeden Fall dafür mal unsere Hausarbeiten machen. Denn Bella möchte das Studium natürlich großartig abschließen. Und wo wollen wir denn hin mit unserer Riesentafel? Das Zimmer wird ein bisschen knapp. Vielleicht stellen wir es einfach hier in den Flur. Ich glaube nicht, dass die anderen sich daran stören.
Nö, komm, wir stellen das einfach mal hier hin, da steht das doch eigentlich ganz gut. Und wie wir sehen, gehen die Hausarbeiten hier halt ein bisschen schneller. Es ist vielleicht ein bisschen sehr schnell, aber wie schon gesagt, wir wollen ja letztendlich auch ein bisschen mehr Gameplay haben, wollen nicht, dass Bella hier dauerhaft an den Hausaufgaben sitzt. Deswegen schreibt mir gerne mal in die Kommentare, falls es euch stören sollte, dann kann ich das gerne noch ein bisschen länger machen. Aber ich fände es halt, wie gesagt, schöner, wenn wir ein bisschen mehr mit euren Sims machen und nicht die ganze Zeit vor den Hausaufgaben sitzen. Vielleicht kann Bella sich dann auch direkt mal ihr Tagebuch schnappen und einfach mal reinschreiben, denn sie ist jetzt hier gerade neu in der Uni, wohnt gerade an einem komplett neuen Ort in einer Universitätsunterkunft und das ist natürlich alles total aufregend. Sie wird jetzt einfach mal in ihr Tagebuch schreiben: Liebes Tagebuch, ich bin jetzt an der Uni. Ich habe es noch gar nicht reingeschrieben, aber mit den Jungs kriselt es gerade ein bisschen, denn ich hatte etwas mit Jacob im See und dabei ist Edward vorbeigekommen. Nun wissen die beiden halt Bescheid. Sie wissen, dass ich mit beiden was habe, wobei sie nicht sauer auf mich sind, warum auch immer. Aber sie wissen halt einfach Bescheid und ich brauche jetzt einfach erstmal Abstand von denen. Und da ist die Uni doch das Beste. Ich möchte sowieso nach wie vor besser als meine Mutter werden. Und was gibt es Schöneres als zu studieren? Ich habe jetzt auch direkt eine Idee, was ich machen möchte. Dadurch, dass ich immer in dich reinschreibe, liebes Tagebuch, habe ich gemerkt, dass mir das Schreiben unglaublich viel Spaß macht. Ich lese ja sowieso gerne Bücher. Und liebes Tagebuch, was hältst du davon, wenn ich eigene Bücher schreibe? Ich meine, ich habe definitiv genug erzählen. Ich brauche ja im Prinzip nur über mein Leben schreiben. Dann habe ich wahrscheinlich schon ganz viele Romane, die ich einfach als Fantasy verkaufen kann. Denn naja, ich habe ja auch erst nicht geglaubt, dass es diese Werwölfe und Vampire gibt und so, aber es gibt sie halt nun mal wirklich und das wäre doch eigentlich ein sehr guter Fantasy. Also, liebes Tagebuch, ich glaube, ich weiß genau, was ich werde. Ich werde Autorin. Und jetzt das Ganze zu studieren, das ist einfach so aufregend. Ich habe schon jetzt ganz, ganz viele tolle Leute kennengelernt. Das sind so viele verschiedene Persönlichkeiten und ich freue mich einfach mega, mit ihnen Partys zu schmeißen, mit ihnen gemeinsam zu lernen und einfach ganz, ganz viele tolle Dinge mit ihnen zu machen. Ich hoffe, ich finde hier gute neue Freunde und es ist einfach so unglaublich aufregend. Nun, liebes Tagebuch, möchte ich mich aber erstmal an meine allererste Hausarbeit setzen, denn man kann ja nie früh genug anfangen und ich bin so aufgeregt. Ich möchte die Uni am liebsten so schnell wie möglich durchhaben, damit ich so schnell wie möglich richtig arbeiten kann als Autorin, vielleicht als Freelancerin. Und ich bin auf jeden Fall super motiviert, jetzt richtig durchzustarten. Ihre Schreibfähigkeit baut sich durchs Tagebuch schreiben jetzt auf jeden Fall auch weiter auf. Und wir haben ja gesagt, dass wenn sie Level 4 erreicht hat, dass sie dann höchstwahrscheinlich ihr erstes Buch schreiben wird. Und das passt ja auch ganz gut. Also sie fängt jetzt an zu studieren und vielleicht wird sie sogar während des Studiums schon ihr erstes Buch schreiben oder zumindest schon mal anfangen. Sie muss es ja noch nicht zu Ende schreiben. Und dann werden wir einfach mal schauen, wie das Ganze so weitergehen wird. Wir haben ja auf jeden Fall unten noch mehr Sims. Genau, die Tammy Schneider, aber der haben wir uns auch noch nicht vorgestellt. Aber irgendwie kann ich auch nicht auf sie draufdrücken, warum auch immer. Dann machen wir das halt später. Also ich glaube, irgendwie backt gerade alles rum, denn irgendwie sind alle Sims scheinbar eingefroren. Was ist hier los? Vielleicht sollte ich einfach mal speichern, bevor gleich irgendwelche ganz komischen Dinge passieren. Ich finde es auch toll, dass mein Spiel, während wir speichern, weiterläuft. Ich glaube, das sollte so eigentlich nicht sein. Ich glaube, mein Spiel will irgendwie nicht mehr. Ich habe jetzt seit 5 Minuten diesen Speicherbildschirm und das Spiel läuft im Hintergrund weiter, aber die Sims tun nichts. Ich glaube, ich muss das Spiel einmal neu starten. Ich hoffe, wir sind dann gleich wenigstens an diesem Punkt und müssen nicht nochmal von vorne starten. Oh, ist das nervig. So, wir befinden uns wieder im Spiel. Es war tatsächlich alles nicht gespeichert. Natürlich nicht. Heißt also, ich habe jetzt gerade nochmal alles ein bisschen nachgespielt. Wir kennen jetzt auch letztendlich alle Leute, die wir eben schon kennengelernt haben. Und Bella schreibt jetzt gerade auch in ihr Tagebuch. Und während sie da reinschreibt, ist hier gerade tatsächlich auch ein zweiter Sim aufgetaucht. Heißt also, ihre Zimmergenossin. Und die ist tatsächlich schnurstracks in ihr Bett gewandert. Heißt also, sie war wahrscheinlich einfach unfassbar müde. Dann kann Bella nämlich eigentlich auch direkt mal schlafen gehen. Und dann werden wir morgen früh einfach direkt mal schauen, dass wir uns auch mit unserer Zimmernachbarin ein bisschen anfreunden und dass wir vielleicht, oh, hier ist tatsächlich noch ein Sim von euch, den wir uns auch noch nicht vorgestellt haben. Und dann können wir vielleicht auch direkt mal mit unserer Präsentation ein bisschen anfangen. Denn wir wollen das alles natürlich nicht auf dem letzten Drücker machen. Und worauf ich mich auch schon mega freue, ist auf so eine typische Studentenparty, weil das kann man hier, glaube ich, mega feiern. Mit diesen Saftpommes-Tischen hier und diesem Fass. Und ich glaube, es wird einfach nur großartig hier. Ich werde die Lampen aber, glaube ich, alle mal auf automatisch stellen. Denn mich nervt das, wenn hier überall die Lampen an sind. Und ich glaube, so könnt ihr letztendlich auch besser sehen, wo vielleicht gerade ein Sim ist und wo vielleicht nicht. Es ist 6 Uhr morgens, Bella ist ausgeschlafen und kann eigentlich direkt mal wieder duschen gehen, denn sie stinkt schon wieder unglaublich doll. Da sie halt ihre Periode hat, kann dann noch einmal ein Tampon benutzen. Und dann kann sie sich auch direkt mal. Okay, das Ding hat noch nicht auf. Ah,
Da kommt er ja auch schon. Das Ding hat doch auf. Und dann kann Bella sich nämlich direkt mal ab 7 Uhr. Ja, warum steht er denn dann schon da, wenn es sowieso noch nichts gibt? Aber egal, Bella muss ja sowieso noch duschen. Und dann kann sie sich gleich halt mal ein bisschen was zum Frühstücken holen. Und dann schauen wir, dass wir den Rest auch noch ein bisschen kennenlernen, dass Bella schon mal mit ihrer Präsentation anfängt. Und ich glaube, heute wird das alles noch ein bisschen chilliger laufen. Heißt also, wir werden wirklich alle Sims kennenlernen, gucken, wer hier alles so ist, was Bella so von den ganzen Leuten hält. Und dann dürft ihr mir an dieser Stelle auch vielleicht schon mal Ideen in die Kommentare schreiben, was wir hier noch alles so erleben können, also ob wir wirklich mal so eine typische Studentenparty hier veranstalten sollen und oh, ich freue mich einfach. Wir haben jetzt auch eine Meldung bekommen, Semesterbeginn. Heute beginnt für Bella Swan das Unisemester und es wird 5 Wochentage dauern. Sie sollte sich ihren Kursplan ansehen und planen, wann sie ihre Hausaufgaben macht, lernt, isst und falls dafür Zeit übrig bleibt, sich entspannt und Spaß hat. Ich glaube, da wird auf jeden Fall ein bisschen Zeit für übrig sein, denn falls nicht, dann schaffen uns die Zeit halt. Oh, wow, habt ihr es gesehen? Sie hat gerade kurz an ihre Mom gedacht. Also ihre Mom hat im letzten Part angerufen und vielleicht fragt Bella sich jetzt wirklich, was ihre Mom so macht und ob es sie denn gar nicht interessiert, dass Bella jetzt studiert und ein tolles Leben führt und deswegen denkt sie jetzt einfach mal so ein bisschen über sie nach. Da hier aber sowieso noch fast niemand, ah doch, hier ist tatsächlich jemand wach, dann können wir, ach, und unsere Zimmergenossin ist wach. Stopp, Bella, lass alles stehen und liegen. Hallo? Renn doch nicht so raus. Wir stellen uns jetzt nämlich als allererstes mal bei dir fröhlich vor. Okay, die liebe Bella ist schon wieder weg. Heißt also, bei der können wir uns jetzt nicht vorstellen, aber wir haben hier noch die liebe Vanessa Huber. Und bei der können wir uns ja mal vorstellen, wenn sie jetzt nicht ein Nickerchen machen würde. Wir stellen uns trotzdem fröhlich vor. Hey, dich habe ich auch noch gar nicht gesehen. Ich bin Bella und du? Und ich habe da gerade was gesehen. super, toll. Ja, also Bella hat auf jeden Fall den ersten Eindruck von der lieben Vanessa, dass sie fantasievoll ist und Vanessa findet uns allgemein erstmal interessant und dann, ja, hat Vanessa vielleicht auch noch so einen kleinen Crush auf uns. Es fühlt sich an wie Liebe auf den ersten Blick. Klug vielleicht, vielleicht auch nicht. Unwiderstehlich besonders gern. Ja. Also die liebe Vanessa, die hat scheinbar einen kleinen Crush auf Bella. Aber ich glaube, Bella wird das in erster Linie gar nicht so wirklich merken und wird sich einfach mal mit der lieben Vanessa ein bisschen unterhalten. Ich sehe gerade, wir haben hier auf einmal nur noch 5 Stunden bis zur Vorlesung und hier haben wir die Hausaufgaben auch noch gar nicht gemacht. Deswegen werden wir das jetzt einfach mal als allererstes machen. Geschichten, die das Leben schrieb. Das klingt auf jeden Fall mal nach einem Fach, was Bella sehr interessieren könnte, denn sie möchte ja nach wie vor irgendwann mal ihre Autobiografie schreiben. Und haben wir vorher noch ein? 5 Stunden, 2 Tage. 2 Stunden? Stopp. Bella, da machst du erstmal den. Um Himmels Willen. Och, erster Tag und wir haben nicht mal alle Hausaufgaben. Toll. Na, das schaffen wir doch locker. 51 Minuten noch bis zur Vorlesung und die Hausaufgaben haben wir fertig. Da der Unterricht aber gleich beginnt, wird Bella dann auch direkt mal losgehen und dann werden wir versuchen, dass wir danach irgendwie noch die anderen Hausarbeiten machen. Ich hoffe, das schaffen wir, aber irgendwie werden wir das schon hinbekommen. Bella besucht eine Vorlesung und sie kann sich eigentlich auf jeden Fall mal Notizen machen, dass sie das Ganze auch vernünftig lernen wird. Und ich weiß jetzt nicht, wie wir die anderen Hausaufgaben schaffen sollen. Ich glaube, das wird echt alles ein bisschen knapp, aber hier ist tatsächlich eine Bank, die ist nicht ganz so weit weg. Dann wird Bella sich danach da einfach mal hinsetzen und dann versuchen, noch die anderen Hausarbeiten zu schaffen. Ich glaube, das könnte sehr knapp werden. Ich glaube, das wird nichts. Bella hat ihre Hausarbeit zuversichtlich eingereicht und im Kurs so viel Wissen wie möglich aufgesaugt. Ihre Bemühungen werden sich bei der Endnote für den Kurs ganz sicher auszahlen. Gut, dann Bella jetzt ganz, ganz schnell versuchen, die anderen Hausarbeiten zu machen. Für welchen Kurs war das jetzt? Genau, Geschichten, die das Leben schrieb. So, Bella, ganz, ganz fix machen wir das jetzt und hoffen, dass das noch fix genug ist. Nein, sie geht schon hin. Ach Mann, ja gut. Dann haben wir diese Hausarbeiten wohl nicht geschafft, aber ich glaube jetzt nicht, dass uns das so doll mitnehmen wird. Irgendwie werden wir da wohl bestimmt in der Gesamtnote einfach gut abschneiden. Also, jetzt macht sie ihre Hausarbeiten doch noch? Die können das auch im Stehen machen. Ach Mann, ich dachte, die müssen dafür sitzen. Oh, dann hätten wir ja gar nicht so viel Zeit gebraucht. Aber Bella hat jetzt tatsächlich doch noch irgendwie die Hausarbeiten gemacht und besucht dann jetzt die Vorlesung, macht dann jetzt Notizen und wir hoffen, dass es einfach alles funktioniert, dass Bella da doch noch irgendwie ein bisschen gut abschneidet und das nun nicht ganz so schlimm war, dass sie kurz aus der Vorlesung rausgerannt ist, ganz schnell ihre Hausarbeit geschrieben hat und dann wieder ganz fix in die Vorlesung reingestrumpelt ist. Aber hier steht genau das Gleiche. Also scheinbar ist auch dieser Kurs gut gelaufen und ja, von daher ist es doch eigentlich alles gar nicht schlecht. Bella könnte auf jeden Fall ein bisschen Spaß gebrauchen. Dann kann sie sich doch jetzt eigentlich letztendlich doch mal bei der lieben Bella vorstellen, also bei der anderen Bella, bei unserer Zimmergenossin. Und dann schauen wir einfach mal, was die beiden voneinander halten. Also vielleicht könnte es jetzt ja gerade
gerade eben im Kurs passiert sein, dass beide aufgerufen wurden, beziehungsweise dass einer aufgerufen wurde, dass Bella gesagt wurde und beide haben angefangen zu reden. Und jetzt stellt Bella sich einfach mal fröhlich vor und sagt nochmal, ach, das war ja gerade eine lustige Situation. Ich bin übrigens, ja, wie du wahrscheinlich schon wusstest, Bella. Und unsere Bella hat gegenüber der anderen Bella den ersten Eindruck, dass es Spaß macht, hier zu sein. Und diese Bella findet allerdings, dass unsere Bella vielleicht im Traumland ist. Also ist auch nicht so der beste erste Eindruck, aber es geht. Wie gesagt, das sind alles nur erste Eindrücke, das kann sich alles noch ändern. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Bella sich mit Bella, das ist echt verwirrend, aber dass die beiden sich letztendlich sehr gut verstehen. Deswegen werden wir einfach mal den Tag verschönern, werden mal mit unseren Noten prahlen und ihr erzählen, dass wir eine ganze Zeit lang mal nicht zur Schule gegangen sind, weil da so die Situation mit der Mom war. Und dass wir dann letztendlich aber doch wieder hingegangen sind und dann von einer 5 tatsächlich auf eine 2 gekommen sind. Und deswegen können wir es uns jetzt leisten zu studieren. Wir werden dann gleichzeitig aber auch mal unsere Nervosität ausdrücken und sagen, es fällt mir nicht so leicht, mit anderen Sims zu reden. Also ich bin da immer so ein bisschen schüchtern und teilweise auch echt ungeschickt. Also wenn ich etwas Blödes sage, dann tut es mir leid, dann meine ich das ganz bestimmt nicht so. Ich bin einfach nur ein bisschen nervös und ich hoffe, du verstehst das. Oh, süß, aber sie haben dadurch auch ein Gefühl erhalten. Sie steht hinter mir. Bella ist zuversichtlich, dass sie in der Nähe von Bella nicht so nervös zu scheinen braucht. Ach, wie schön. Vielleicht können wir mit der anderen Bella ja einfach mal ein bisschen Saftpong spielen. Wir spielen mit Bella zusammen und wir spielen gegen, vielleicht gegen die liebe Vanessa, die ja tatsächlich auf uns steht, und den lieben Adrian. Oh, Bella muss direkt einen Becher Saft trinken und sie ist dran und trifft. Yay! Es steht 1 zu 2. Bella, du musst jetzt treffen. Och Mensch, das war daneben. Vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht gewinnt sie ja trotzdem noch. Vielleicht schießen die anderen beiden jetzt ja auch daneben. Wir schauen einfach mal. Vanessa, du stehst doch auf Bella. Du kannst sie doch nicht verlieren lassen. Ja, richtig. Hups, da ist er mir genauso wie dir, Bella, aus der Hand gefallen. Das war ganz bestimmt nicht mit Absicht. Haha. Und die Saftpong-Partie ist entschieden. Was für ein aufregendes Spiel. Das Spiel geht an Adrian Crocker mit 4 Punkten. Sorry, Bella Swan. Und viel Glück beim nächsten Mal. Endstand 4 zu 3. Naja, gut, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal besser. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Spaß dazu bekommen, nicht ganz so viel, aber ich denke mal genug, dass wir gleich nochmal ein paar Hausarbeiten machen können, vielleicht dann wirklich mal hier mit unserem Plakat anfangen können, denn das haben wir irgendwie immer noch nicht getan. Bella, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, dich auf Marlina raufzusetzen. Ich meine, ja, Mädchen gehen immer zu zweit aufs Klo, aber so gut kennst du sie eigentlich noch nicht. Hier steht ja überall so leckeres Essen auf dem Tisch. Da kann Bella sich eigentlich gleich direkt nochmal was von nehmen. Und vielleicht kann sie dann nochmal mit einem anderen Sim von euch ein bisschen mehr Bekanntschaft machen. Wir schauen einfach mal, wer sich vielleicht dazusetzt, wer vielleicht auch ein bisschen was essen möchte. Und die, oh nein, Bella, das ist inzwischen abgelaufen. Das solltest du vielleicht nicht mehr essen. Oh, ist lieber so ein Monte Cristo Sandwich. Naja, eigentlich hat sie jetzt sowieso nicht mehr so. Oh Mist. Och Mann, sie hat schon wieder Fleisch gegessen. Ach, warum achte ich da denn nicht drauf? Aber das sieht auch jetzt nicht so fleischig aus. Komm, das sieht aus, als wäre da einfach nur Tomate und Basilikum drin. Beim nächsten Mal passe ich besser auf, versprochen. Vielleicht kann Bella dann jetzt wenigstens mal ein paar Informationen sammeln. Dann macht sie vielleicht noch eine Hausarbeit und dann können wir. Oh, wir brauchen gar keine mehr machen. Ah, nee, sie fühlt sich zu unwohl. Na gut. Vielleicht kann sie dann ja nochmal Tischtennis spielen. Und zwar gegen. Ja, komm. Spielen wir gegen das Sahneschnittchen Hayden. Und Bella hat gewonnen. Sie hat auch ziemlich viel Spaß dazu bekommen. Dann kann sie nochmal kurz mit ihm reden. Sie bedankt sich auch schon für das tolle Spiel. Und sie sagt ihm jetzt auch, dass es total Spaß gemacht hat. Verschönert ihm nochmal seinen Tag. Und dann, ja, wir sehen aber schon, er muss auf Toilette. Und vielleicht sagt sie ihm dann auch, oh, ich bin jetzt aber auch echt müde. Also der erste Tag hier an der Uni war definitiv richtig, richtig anstrengend. Und er wird ihr sagen, ja, also die Uni sollte man wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber schön, dass du da bist, Bella. Und dann wird sie letztendlich ins Bett gehen. Ihre Nachbarin ist auch schon im Bett. Und dann werden wir mal schauen, was wir morgen so anstellen. Hä, warum ist ihr Spaß jetzt so runtergegangen? Habt ihr es gesehen? Der war gerade noch hier. Bella ist voll motiviert um 5 Uhr aufgestanden und hat direkt angefangen, ihre Hausarbeiten zu machen. Sie macht jetzt tatsächlich schon alle Hausarbeiten für die ganze, ich weiß nicht, ob es die Woche ist oder auf jeden Fall für alle Kurse. Und danach kann sie dann auch eigentlich nochmal in ihr Tagebuch schreiben und sie kann tatsächlich über den Stress schimpfen, da sie gerade so angespannt ist und vielleicht wird sie schreiben. Wow, liebes Tagebuch. Also, die Uni ist tatsächlich doch um einiges anstrengender, als ich dachte. Ich dachte, es wird alles total entspannt. Ich lerne in Ruhe neue Leute kennen und ich habe auch schon viele neue Leute kennengelernt und die sind alle super lieb zu mir. Aber es ist doch um einiges mehr Arbeit, als ich dachte. Aber trotzdem gefällt es mir, denn es ist genau das, was ich möchte. Ich hatte jetzt schon meine ersten Kurse und es hat total Spaß gemacht. Ich habe schon so viel erfahren über Bücher schreiben und wie man das Ganze am besten aufbaut. Und ich habe schon so viele Ideen und ich bin einfach so aufgeregt, wann ich letztendlich
letztendlich das erste Buch schreiben werde. Und ich kann es kaum erwarten. Also wie wir sehen, sie hat alle Hausarbeiten fertig. Vielleicht kann sie noch einmal ein bisschen hier ihre Präsentation überarbeiten und gliedern. Sie braucht auch schon wieder Spaß und hat auch schon wieder Hunger. Einfach schön. Weil sie so früh aufgestanden ist, ist sie tatsächlich auch schon wieder ziemlich müde. Vielleicht kann sie dann nochmal ein Nickerchen machen. Danach holt die liebe Bella sich mal ein bisschen Frühstück. Ein Avocado-Toast, weil Rührei mit Speck, da ist Speck drin und das ist nicht vegetarisch. Ja. Die Abschlusspräsentation von Bella sieht hervorragend aus. Sie kann zwar weiter an ihr feilen, wird dadurch aber nur ihr Verständnis des Lehrstoffs vertiefen, ohne die Präsentation selbst weiter zu verbessern. Und oh, sie muss tatsächlich schon wieder zur Uni, dann wird sie sich jetzt erstmal noch nichts holen, sondern natürlich pünktlich zur Uni gehen. Bella hat genügend gearbeitet, um den Kurs mit einer respektablen Note abzuschließen, aber einige Studenten scheinen proaktiver gelernt zu haben. Allerdings glaubt sie trotzdem, dass sich ihre Endnote verbessern wird. Ah, Bella, also irgendwie bist du noch nicht so der Burner. Aber sie wird hier vor der Uni tatsächlich nochmal von der lieben Vanessa angesprochen und sie sieht tatsächlich ein bisschen traurig aus. Vielleicht hat sie schon gemerkt, dass Bella nicht wirklich an Frauen interessiert ist, sondern eher an Männern. Oh, arme Vanessa. Aber auch mit den anderen beiden kann sie sich ja mal ein bisschen unterhalten, denn in 2 Stunden hat sie tatsächlich schon ihre nächste Vorlesung. Sie ist total müde, aber ja. Irgendwie musst du da jetzt durch, Bella. So ist das nun mal als Studentin. Also sie versteht sich mit den anderen beiden auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Das finde ich richtig schön. Jetzt hat sie aber erstmal tatsächlich ihren zweiten Kurs für heute. Da ist sie jetzt gerade und vielleicht wird sie da ja wenigstens ein bisschen besser abschneiden. Und danach müssen wir echt mal gucken, dass wir Bellas Bedürfnisse ein bisschen auf Vordermann bringen, denn ihr geht es gerade wirklich absolut überhaupt nicht gut. Ach, wie cool! Und da unten ist hier so ein Ereignisding. Ach Mann, Bella, warum bist du so müde? Sonst könntest du hier ein bisschen Party machen mit den anderen. Ach, wie schade. Aber nee, Bella ist echt zu müde. Oh, das tut mir jetzt leid, Bella. Ach Mist, wir sind ein bisschen zu spät und der Essensstand hat schon zu, aber wir haben hier nochmal so ein Monte-Cristo-Sandwich. Dann nehmen wir uns da einfach was von, bevor Bella jetzt gleich schlafen geht. Denn ja, ins Bett muss sie auf jeden Fall ganz, ganz fix. Und während sie ist, kann sie sich ja vielleicht nochmal ein bisschen mit Daddy Marley unterhalten, denn die sitzt hier auch und isst auch. Redet doch einfach mal über das neueste Buch, dann kann Bella ja auch gleich mal erzählen, dass sie es liebt, Bücher zu lesen und dass sie halt mit diesem Studium letztendlich, was ist denn mit dir passiert? Ach so, okay, du warst wohl einfach nur auf dieser Studentenparty, deswegen ist dein Gesicht so rot. Naja, jedenfalls hat Bella jetzt nochmal ein bisschen mehr Bekanntschaft geschlossen, hat jetzt auch letztendlich ihr Sandwich auf und kann dann letztendlich auch ins Bett gehen. War das, nee, das sind Erdbeeren, da ist, also, da war doch jetzt, also, ich weiß nicht, das ist doch ein Sandwich mit Erdbeeren, wo ist denn da Fleisch drin? Vielleicht sollten wir einfach nie wieder von den anderen was essen, denn scheinbar ist da immer irgendwie Fleisch drin. Was ist das hier für eine Notiz? Keine Ahnung. Bella ist gerade noch am Schlafen, aber mir fällt gerade auf, wir haben hier noch gar nicht so richtig dekoriert. Meine Bella kann hier auch eigentlich mal so ein paar Bilder oder sowas aufhängen. Also, wir haben hier noch die 2 Bilder von ihrem Vater und, warum ist jetzt das Licht ausgegangen? Jedenfalls von ihrem Vater und ihrer Mutter, wo sie halt, ja, noch zusammen waren. Bei Bella im Haus hat sie die tatsächlich bis jetzt ja auch noch gar nicht aufgehangen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, sie hat ja gestern auch noch mal an ihre Mutter gedacht, dass sie die vielleicht jetzt doch mal aufhängt. Hier hat sie nämlich auch noch das Bild nur von ihrem Vater. Und theoretisch hätte sie halt auch noch die Bilder mit Edward, aber ich weiß nicht. Naja, die wird sie hier jetzt nicht aufstellen, denn ihn möchte sie ja halt eigentlich gerade vergessen. Deswegen macht sie das Ganze hier, ja. Um ihn zu vergessen, um nicht so nah bei ihm zu sein. Und ach, Vanessa, ich weiß, du stehst auf uns, aber musst du deine Hausarbeit deswegen bei uns im Zimmer machen und uns beim Schlafen beobachten? Das ist ein bisschen weird. Aber Bella weiß ja letztendlich nicht, dass Vanessa auf sie steht. Deswegen wird sie jetzt einfach mal aufwachen und sehen, dass sie in ihrem Zimmer steht und dann fragen: Hey, Vanessa, was machst du denn hier? Und wird dann einfach mal mit ihr tratschen. Und Vanessa ist das Ganze wahrscheinlich ein bisschen unangenehm, weil sie jetzt erwischt wurde. Und sie sagt dann: Ach, ich wollte einfach nur sehen, ob du wach bist. Und ich dachte, vielleicht können wir zusammen unsere Hausaufgaben machen, denn ja, vielleicht hast du da ja Lust zu. Und dann können die das beide eigentlich auch direkt mal machen. Bella wird dann nochmal beide ihre Hausarbeiten machen. Und dann kann sie eigentlich auch mal versuchen, um Feedback bitten. Denn wenn sie halt nun mal gerade hier ist und sowieso mit ihr die Hausaufgaben machen möchte, dann bietet sich das ja an, dass die liebe Vanessa Bella vielleicht sagen kann, wie ihre Präsentation so ist, ob sie die gut halten kann. Denn letztendlich ist sie ja immer noch sozial unbeholfen und das Reden liegt ihr eigentlich nicht so gut. Deswegen möchte sie ja halt auch schreiben. Also Dinge aufschreiben, in Büchern verfassen, das liegt ihr total. Aber Reden ist einfach nicht so ihr Ding. Und deswegen
deswegen, vielleicht kann Vanessa ihr da einfach mal ein paar Tipps geben und ihr sagen, ob sie das nicht gut macht oder halt nicht so. Also Vanessa, wie findest du das? Ich meine, ich halte hier meine Präsentation über die Geschichten, die das Leben schrieb, weil ich möchte Autorin werden und möchte meine Geschichten aufschreiben. Und ich meine, da braucht man dann letztendlich so eine Einleitung und dann kommt der Hauptteil und dann kommt irgendwann halt der Schluss. Und letztendlich muss das alles so ein bisschen aufeinander aufbauen. Dann gibt es die Spannungskurve. Also es muss halt alles spannend werden. Dann gibt es einen Höhepunkt und dann fällt das alles irgendwann wieder ab und dann wird es nochmal spannend. Und genau so muss das nämlich werden. Also Vanessa, was hältst du von meiner Präsentation? Und Vanessa hat jetzt gesagt, ja, Bella, das hast du wirklich super gemacht. Also ich bin total begeistert von deiner Präsentation. Sie ist wirklich toll geworden. Also ich glaube, letztendlich ist es eigentlich egal, was Bella da vor sich hingefaselt hat. Vanessa hat wahrscheinlich gar nicht so wirklich auf den Inhalt gehört, sondern hat einfach nur auf Bellas Stimme gehört und dachte sich, Mann, ist diese Frau toll. Und ja, also ich glaube nicht, dass sie da so eine große Hilfe war. Sie findet Bella einfach toll. Bella ist einfach ihr Schwarm. Aber ihre Abschlusspräsentation ist ja letztendlich fertig und sie ist ausgezeichnet. Vielleicht, nee, wir sorgen erstmal dafür, dass es Bella ein bisschen besser geht. Bella geht nochmal auf Toilette, dann isst nochmal was und vielleicht kann sie dann ja wirklich mal die Präsentation halten. Denn dann haben wir das zumindest schon mal fertig. Geheimnisse mit Zündstoff? Wegen Geflüster, die Geheimnisse, die Bella zugeflüstert wurden, machen sie ziemlich wütend. Wann wurde dir denn was zugeflüstert, Bella? Also ich habe das Gefühl, ich bekomme hier irgendwie gar nichts mit. Aber sie ist halt auch ein bisschen selbstsicher, weil sie halt gutes Feedback bekommen hat. Also wenn sie jetzt gleich ihre Spinatfrittata aufgegessen hat, dann kann sie wirklich mal die Präsentation halten. Ach so, okay. Es ist Samstag, das können wir alles nur unter der Woche machen. Dann stecken wir die aber mal ein, damit wir das nicht vergessen. Und es ist Tag des Unistolzes. Auf dem Campus von Foxbury findet der Tag des Unistolzes statt. Kommt vorbei und jubel mit. Wie oft sollen wir die Information bekommen? Und hier ist das Ganze. Wie cool. Also da können wir auf jeden Fall mal hingehen. Und dann können wir eigentlich auch nochmal ein bisschen Saftpunkt spielen. Diesmal spielen wir vielleicht mal mit dem lieben Hayden in einem Team. Ich meine, er ist immer noch unser Sahneschnittchen. Und vielleicht spielen wir gegen den lieben Adrian und die Tammy. Denn mit der haben wir auch noch gar nicht so viel gemacht. Denn Bella braucht nach wie vor ein bisschen Spaß. Und ich denke mal, durch Saftpunkt bekommt man auf jeden Fall Spaß. Und wenn sie da hinten dann noch ein bisschen abdancen kann, dann wird das alles doch einfach nur großartig. Also ich muss ja mal wirklich sagen, die Jungs, die habt ihr echt hervorragend erstellt. Also auch natürlich alle anderen Sims. Aber wenn ich Bella wäre, ich glaube, ich hätte mich schon längst in Hayden verguckt. Aber sie hat natürlich letztendlich immer noch die beiden anderen Jungs im Hinterkopf. Deswegen wird sie sich jetzt vielleicht nicht unbedingt in Hayden vergucken. Aber sie findet ihn ja auch attraktiv. Und ich meine, ne? Also letztendlich wäre es doch vielleicht auch spannend, wenn Bella vielleicht mal so einen kleinen Ausrutscher hat, wenn sie sich einfach mal an jemand anderem versucht, weil sie die anderen beiden ja vergessen möchte, fände ich auf jeden Fall interessant. Und letztendlich muss sie ja noch irgendwas Dummes anstellen, damit die Story mit Edward irgendwie funktioniert. Also schreibt mir da gerne mal eure Meinung in die Kommentare, ob wir da zwischen den beiden so ein bisschen was starten wollen. Es muss ja nicht zu viel werden, wie gesagt, aber halt so ein bisschen knistern lassen einfach. Also diese Situation hier vorne sieht auch irgendwie ein bisschen. Wir gehen einfach mal ganz schnell weg. Damit würde ich den Part an dieser Stelle allerdings auch erstmal wieder beenden. Ich hoffe, er hat euch Spaß gemacht und schreibt mir, wie gesagt, sehr, sehr gerne Story-Vorschläge in die Kommentare, was wir mit Bella an der Uni alles noch erleben wollen, wie das Ganze weitergehen könnte, auch mit gewissen anderen Sims. Ich würde jetzt allerdings auch ganz kurz und knapp sagen, tschüss und bis zum nächsten Video.